Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit dem Lesevlog Oktober, auch wenn ich mich noch im September befinde, starte ich den Lesevlog mit dem Unpacking des Buches, welches ich im September lesen möchte. Und es war eine ganz knappe Kiste, dass diese wunderbare Box noch vor meinem Urlaub ankommt, aus dem ich ja dann auch schon zurück bin, wenn ihr dieses Video seht. Und zwar geht es um Spices and Fire, Sense of London von Katrin S. Knopp aus dem Einhorn Verlag. Ein Buch, von dem die liebe Anka, ich glaube, locker ein halbes, dreiviertel Jahr schon geschwärmt hat. Ich packe den Kanal unten in die Infobox. Auch die Internetseite vom Einhorn Verlag findet ihr natürlich unten. Schaut da gerne mal vorbei. Und sie hat schon geschwärmt, als sie das Manuskript in Händen hielt und hat mich dann so immer mal geupdatet, wie weit es jetzt ist, dass dann auch im Grunde der Vertrag mit der Autorin unterschrieben war und ja, wie es dann in die Endphase ging. Und ich habe mich für die Box entschieden. Es gab da einige Paar, ich weiß jetzt gar nicht die Anzahl so genau, und habe mich sehr, sehr gefreut. Und als jetzt der Postmann klingelte, man muss dazu sagen, ich fliege jetzt am Montag, den 30. in Urlaub, und ich wollte dieses Buch mitnehmen und wollte oder werde jetzt auch im Lesevlog sozusagen ein paar Eindrücke mit dem Buch natürlich auch im Urlaub für euch da lassen und war super gespannt und war so happy, dass es mich jetzt noch erreicht hat. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich ja schon lange wieder da, von daher, ja, jetzt total gespannt. Lasst uns zusammen reinschauen. Ja, einmal haben wir die Rechnung. Die gesamte Box hat 34,90 gekostet. Es gibt einmal eine Info vom Verlag zu den Büchern. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und ich glaube, wir starten. Was ist das Spannendste an der Box? Die Beigaben oder das Buch? Also ich sehe das Buch schon und es sieht wirklich bombastisch aus. Wir gucken uns mal das Nebenbeirige an. Und zwar haben wir feurige Paprika vom Weidmann Feinkost. Finde ich total cool. Also das Buch heißt ja Spices and Fire. Das heißt, es ist natürlich feurig und würzig. Paprika finde ich immer gut. Kommt gefühlt bei mir in alles an Essen irgendwie rein. Finde ich richtig schön. Wir haben Salz, Chili, Paprikaflocken, Paprika, Pfeffer und Petersilie. Finde ich sehr schön. Eine sehr, sehr coole Zugabe. Ich habe bei den Zugaben gar nicht so dran gezweifelt, weil ich weiß, dass Anka nichts hineinlegen würde, was irgendwie so richtig sinnlos ist. Es braucht auch keiner den, was weiß ich, 500. Notizblock. Mal gucken, ob ein Notizblock drin ist. Aber da ahnte ich schon, dass das was ganz Cooles wird. Dann haben wir ein bisschen Tee für die kalte Jahreszeit, die kommt. Ich finde auch Earl Grey geht wirklich immer. Dann sehr, sehr süß ist eine kleine Leinwand. Finde ich total putzig. Ich habe hier selbst zwei oder drei angemalte rumstehen. So rum geht es auf. Bei meinen Nuimo stehen die immer, weil die von der Größe so perfekt passen. Und es geht hier in dem Buch ja auch um einen Maler und dementsprechend finde ich das richtig süß. Und da kann man dann eben auch einfach etwas draufzeichnen. Funktioniert mit vielen Farben sehr, sehr, sehr gut. Und dann haben wir hier, haben wir direkt auch einen Pinsel. Das finde ich auf jeden Fall schon mal cool. So einen ganz, ganz feinen, finde ich sehr schön, sehr durchdacht. Und was haben wir da? Sehr spannend, oh Gott. Gott, oh Gott, jetzt werde ich hier ganz nervös und aufgeregt. Schauen wir mal. Ein Fächer. Wow, das finde ich, das passt ja jetzt perfekt. Den könnte ich mit in den Urlaub nehmen. Da, wo ich hinfliege, hat es noch knapp 40 Grad. Und ich glaube, das wird eingepackt. Das finde ich einfach mega. Mal sehen, ob der Fächer in der Geschichte dann auch noch irgendwie eine Rolle spielen wird. Ja, wir sind ja irgendwo in der Vergangenheit 1800 und ein paar 80, wenn ich mich nicht irre. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Und hier macht sich das Verpackungsmaterial schon auf den Weg. Auch super schön eingepackt. Und ich glaube, der Fächer könnte mich in den Urlaub begleiten. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt kommen wir zum Highlight. Was haben wir noch hier? Ah ja, hier ist noch so eine kleine Werbung von Weidmann Feinkost. Finde ich auch sehr schön. Und ich glaube, ja, jetzt kommt hier nur noch Verpackungsmaterial. Ich muss ein bisschen aufpassen mit den Katzen. Und jetzt kommen wir zum wahren Schmuckstück. Also das muss ich wirklich sagen. Und zwar hier ist es Spices and Fire. Ich halte es in Händen so, so, so schön. Ja, Sense of London, Katrin S. Knopp. Es ist wunderschön. Also nach wie vor finde ich diese Handhaltung ein bisschen unnatürlich. Aber ich weiß von Anka, dass das eine Fotografie ist und dementsprechend die Frau wirklich die Hand so gehalten hat. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen merkwürdig, aber es stört
gar nicht. Ne? Also vergesst meinen Einwand. Und ich liebe hier dieses Roségold. Also es sieht wunderschön aus. Also ich mag das auch, wenn es hier so heller wird, hier die Blumenranken. Auch hier haben wir diesen Rosé-Foliensatz. Richtig, richtig schön. Und hier hinten sieht man dann eben ja, den Pinsel und man sieht, es geht um Farbe. Richtig, richtig toll. Wunderschön. In der Buchbox sind auch die 3 Charakterkarten enthalten, die zeige ich euch gleich. Die Autorin hat es natürlich auch signiert. Eine spannende Lesereise durch Londons schwarze Straßen wünscht Katrin Knopp. Richtig, richtig schön, gefällt mir richtig toll. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Jäger von Autogrammen oder Signaturen, aber das finde ich tatsächlich ganz schön. Ja, es gibt hier auch eine Triggerwarnung für potenziell triggernde Inhalte auf der Rückseite. Das finde ich tatsächlich okay, kann drinstehen, ist für mich nicht immer ganz so relevant, aber dementsprechend finde ich es schön, dass man die Möglichkeit hat. Sieht wunderschön aus. Und dann gibt es, glaube ich, zu jedem Buch über dem Verlag bestellt eine Charakterkarte und in der Box sind eben alle 3. Und zwar haben wir hier Marie Dane. Wenn ein bürgerliches Leben bedeutet, mein Leben lang eingesperrt und unmündig zu sein, dann ist mir alles andere lieber. Wunderschön. Also ich mag den Stil sehr, sehr, sehr gerne. Ist illustriert von Al-Jasmin. Ja, ich hoffe, man spricht sie so aus. Ich kann es tatsächlich Al, es könnten 2 L sein. Al oder Al-Jasmin. Ja, ich verlinke es euch unten in die Infobox. Schaut super gerne mal vorbei. Optisch finde ich sehr, sehr, sehr schön. Dann ist die 2. Karte Henry Soretti. Tatsächlich erscheint es mir manchmal so, als sei der Hunger mein steter Begleiter gewesen, nagend im hohlen Bauch und im Herzen. Der Hunger nach Nahrung, der Hunger nach Liebe und der Hunger nach Leben. Boah, den finde ich echt gut getroffen. Also gefällt mir sehr gut, wie der optisch dargestellt ist. Ich möchte natürlich eigentlich die Charaktere so in meinem Kopf lebendig werden lassen, aber ich glaube, man bekommt hier einen ganz guten Eindruck, wie sich auch die Autorin dann ihre Charakter vorgestellt hat. Und dann haben wir noch Edgar Lindberg. Ja, der hat irgendwie eine verletzte Hand. Wenn du meine Handlungen daran bemisst, ob ich mich an die vorgegebenen Gesetze halte, habe ich deine Schelte verdient. Aber nicht alle Gesetze sind für Menschen gemacht und manche scheitern an den Tatsachen des Lebens. Also, finde ich sehr cool. Ich persönlich bin jetzt auch nicht der große Charakterkartensammler, finde das aber als Zugabe wirklich cool. Ich finde sie sehr, sehr schön und ich glaube, ja, so als Lesezeichen wird mich wahrscheinlich der gut aussehende Henry Soretti dann einfach begleiten. Und ja, finde ich sehr schön. Auch das lilane Kleid, wunderschön gemalt, also optisch wirklich toll. Richtig coole Zugaben, aber es soll hier natürlich um dieses Büchlein gehen, mit dem Anka mich wirklich schon gefühlt, ja, das letzte halbe, dreiviertel Jahr nicht genervt hat, sondern so positiv begeistert, motiviert hat, dass es jetzt eben kommt und ich schon total gespannt war, wann werden wir es in Händen halten. Und jetzt ist es da, jetzt ist es auch schon ja, seit Ende September auch ja, im Buchhandel, käuflich erwerblich, beim Einhorn Verlag selbst und natürlich auch mit der Buchbox. Und wir sind ja 1988. Nach dem Tod ihres Vaters fällt es der 20-jährigen Marie schwer, sich im Labyrinth gesellschaftlicher Regeln zurechtzufinden. Hinzu kommt, dass ihr Erbe als Teilhaberin der Poloni Gallery an die Bedingungen einer standesgemäßen Heirat geknüpft ist. So beginnt sie gezwungenermaßen, sich auf dem Londoner Heiratsmarkt nach passenden Kandidaten umzusehen. Umworben wird Marie von dem charismatischen Lebemann John Willow und dem feinsinnigen Kunstliebhaber Edgar Lindberg. Ah, das war der mit der aufgeschürften Hand. Doch keiner der beiden ist, was er vorgibt zu sein. Als sie den düsteren Maler Henry Soretti, so düster fand ich den gar nicht, kennenlernt, bestärkt er sie darin, den gesellschaftlichen Zwängen zu entfliehen. Maries Weg führt sie von den Ballsälen und Galerien bis in die schwarzen Straßen der Londoner Slums, wo Jack the Ripper sein Unwesen treibt, auf der Suche nach der wahren Liebe und dem freien Leben. Ja, 1888, ich glaube für alle, die irgendwie eine Ahnung haben von Jack the Ripper, wissen da so ein bisschen rum. Und wir sehen hier auch Whitechapel und eine Stadtkarte von London. Richtig cool. Also es ist wirklich ein sehr schönes Hardcover. Es ist, wenn man es auspackt, einfach nur schwarz, was ich gar nicht schlimm finde. Sieht schon auch cool aus, wenn man das einfach so liest und keiner was weiß, was man liest. Finde ich auf jeden Fall spannend. Dann haben wir ein Lesebändchen. Also brauche ich gar kein Lesezeichen. Ach Mist. Ja, wir haben ein bisschen
untypisch ein rosa Lesebändchen. Ich hätte es vielleicht im Blutrot erwartet. Nein, um Gottes Willen. Ich weiß ja noch gar nicht, um was es geht. Und dann haben wir hier eine First Ball of the Season. Wie cool. Eine Tanzkarte, also wo man sozusagen als Mann sich bei den Frauen eintragen konnte, welchen Tanz man sozusagen bekommt. Finde ich richtig süß. Ein sehr cooles Gimmick. Und ach, wunderschön. Ich sehe gerade auch, die Kapitelüberschriften sind wunderschön gestaltet. Also ich, wirklich toll. Ich mag den Buchsatz sehr gerne. Ich mag es, dass wir rechts und links ein bisschen mehr Platz haben, so von meinem Gefühl. Ich mag das nämlich gar nicht, wenn die Seiten so komplett voll gedruckt sind. Und ich mag auch die Schriftart, ich mag die Größe, ich mag die Abstände, also sehr gut gewählt. Es ist schon was, worauf ich immer mal achte, nicht immer spezifisch, aber ja. Und dann haben wir hier eben auch die verschiedenen Kapitel und sehen dann hier eben auch nochmal eine gestaltete Seite. Ich hoffe, ihr könnt das mit dem Licht so ein bisschen sehen, dass hier so Blumen sind. Also ein wirklich wunderschönes Buch. Also da wirklich großes Kino, gefällt mir richtig gut. Und ja, hier haben wir nochmal die dunklen, düsteren Straßen von London. Also optisch wirklich ein Hammerbuch. Ein wunderschönes Cover, ganz, ganz tolle Charakterkarten, Zugaben in dieser Box. Also ich bin da wirklich sehr, sehr begeistert. Und ich freue mich natürlich auf dieses Buch. Ich nehme euch hier so ein bisschen mit. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt wirklich ja, bis zum Urlaubstart warte oder ob ich nicht vielleicht morgen schon mal reinlese. Aber ich ja, finde es schön. Es war jetzt natürlich ein sehr langes Intro sozusagen, aber ich glaube, das Unpacking ist natürlich bei so einer Buchbox auch was Besonderes. Das Buch alleine kostet 22 Euro und ja, also das, ja, und also natürlich muss man, glaube ich, Porto da einfach mit einrechnen. Ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, bei den 34 Euro dann schon dabei. Ja, richtig cool. Wunderschön. Liebe Anka, liebe Katrin, lieber Einhorn Verlag, wunderschön gestaltet. Und wenn es jetzt im Inhalt auch so schön ist, und ich gehe jetzt stark davon aus, so wie Anka geschwärmt hat, dann wird das, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz großes, tolles Highlight. Und ich bin mega, mega gespannt. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Ich nehme euch jetzt ein bisschen mit und schreibt mir gerne vielleicht schon mal so euren ersten optischen Eindruck in die Kommentare. Alle Infos und Zeitstempel natürlich in der Infobox. Also es wird ja auch so ein paar Nebenthemen geben. Also schaut da super gerne rein, wo ihr so ein bisschen hinspringen wollt. Ob euch eher nur das Buch hier interessiert oder auch die Nebenthemen. Auch mit der Sonne ist das toll. Richtig, richtig schön. Also ich freue mich jetzt mega drauf.
zweites Hallo aus Dubai. Ja, es ist der zweite Abend, den wir hier verbringen. Wir hatten zwei wunderbare Strandtage, die wir sehr, sehr genossen haben. Und ich habe euch ja schon ein bisschen was vom Flug eingeblendet und so ein bisschen was vom Hotel. Und ja, wir sind hier im Rio Dubai, richtig schön, ein bisschen außerhalb von der Innenstadt, ganz bewusst auch so gewählt, damit wir eben nicht das Großstadtfeeling den ganzen Tag haben und uns hier wirklich am Strand wunderbarst zurückziehen können. Und wir wollten so eine Mischung machen, so ein bisschen aus Stadturlaub, aber doch auch viel Strand und Meer und ja, das einfach so ein bisschen zur Erholung nutzen. Ja, ich habe erst überlegt, ob ich getrennt zwei Vlogs mache, habe mich jetzt aber dagegen entschieden, weil ich es komisch gefunden hätte, wenn ich jetzt Spices and Fire im Urlaub lese, euch dann Lese-Updates zu geben, die vielleicht hier nicht ganz so ausführlich und groß ausfallen, aber ein bisschen was werde ich zu den einzelnen Abschnitten sagen und dann aber immer brauner und entspannter oder aktuell noch röter werde, wobei das ist gerade tatsächlich Sonnenuntergangslicht, ganz rot bin ich nicht, aber es ist eine wunderbare Stimmung. Ja, es ist mein erstes Mal in Dubai, mein drittes Mal im Indischen Ozean und es ist hier ja der Persische Golf. Und ich muss wirklich sagen, das Meer ist zeitweise wärmer als die Luft. Und wir reden hier noch von 35, 36 Grad, was richtig schön ist. Es geht so eine leichte Brise, wie jetzt auch. Aber ich muss echt sagen, man geht manchmal ins Meer und es ist irgendwie warm. Also noch wärmer und es ist irgendwie wärmer als die eigene Körpertemperatur. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und wenn man eine Abkühlung sucht, muss man die definitiv im Pool suchen oder woanders suchen. Aber ja, alles schön und schick. Ich werde euch auf jeden Fall mal noch ein bisschen was im Eindruck vom Zimmer zeigen. Auch mal gucken, was man noch ein bisschen filmen kann. Oft sind natürlich einfach zu viele Menschen drin, die ich nicht unbedingt filmen möchte. Aber also gerade beim Essen oder so, da muss ich aber sagen, dass wir bisher wirklich sehr lecker gegessen haben. Das auch vegetarisch gekennzeichnet ist, was ich richtig gut finde. Auch wenn sich das beim Käse, glaube ich, nicht immer so korrekt ist. Ich glaube, man versteht hier unter vegetarisch einfach fleischfrei. Während ja im Käse durchaus auch was drin sein kann, was den Käse nicht vegetarisch macht. Ob das würde jetzt zu sehr ins Detail geht. Ich habe heute am zweiten Tag schon mein zweites Buch im Oktober beendet. Wirklich ein Highlight, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ja, ich freue mich jetzt auf den Abend, der schön chillig wird. Morgen haben wir ein bisschen was vor. Dann nehme ich euch natürlich auch ein bisschen mit. Mal gucken, ob das dann ein Abschnitt wird oder zwei. Aber ich freue mich jetzt mit euch durch den Lese-Vlog und den Dubai-Vlog sozusagen zu gehen und euch da ein bisschen auf meiner Reise mitzunehmen. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß, was von Dubai zu sehen. Und ja, jetzt denke ich, geht's so richtig los. Am Feiertag führte uns dann der Weg direkt hinein in Dubai, in die Großstadt mit 3,5 Millionen Einwohnern. Und wir sind hier an einem Hafen abgesetzt worden und sind dann mit dem Speedboot ja entlang der Palme gefahren, die wohl einigen auch bekannt sein dürfte. Es war wirklich eine wunderschöne Aussicht auf dem Wasser. Wir sind am Burj Al Arab vorbeigekommen und ja, haben wunderschönste Yachten gesehen, tolle Überblicke über die Skyline. Es ist wirklich der Wahnsinn, wie viele Hochhäuser man in Dubai sehen kann. Ich glaube, weit über 200. Hier sieht man dann auch das bekannte größte, ja, Riesenrad. Ich glaube, was tatsächlich auf der Welt herumsteht. Und ja, die Stadt jagt einen Rekord nach dem anderen. Und hier sehen wir auch ein klassisches ja, Boot, was uns noch über den Kanal gebracht hat. So, ich habe den Prolog gelesen, also die knapp ersten 130 Seiten und ich muss sagen, ich bin super gut in das Buch reingekommen. Ich mag den Stil sehr gerne. Ich finde, dass man sprachlich schon merkt, dass wir in einer anderen Zeit sind, also dass wir hier ja in den 1870er, 76er, 80er Jahren, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, sind. Ich mag, welche Worte gewählt werden. Ich mag, wie die Autorin Situationen beschreibt, wie sie auch das erste Kennenlernen des Malers mit beschreibt, wie sie ihn beschreibt, welche Worte sie findet, wie ja, schmeichelnd es ist, wie man förmlich den Geruch wahrnimmt, der hier herrscht mit all der Farbe und diesen ja wunderbaren Gewürzen und dass es feurig duftet. Also hier im Grunde schon klar, woher das Buch seinen Namen hat. Und wir hier eben auch schon mitbekommen, wie damals die Traditionen waren, wie das mit der Totenwache abgelaufen ist und ja, wie auch so die Gepflogenheiten damals in England gewesen sein müssen. Und ich fand es ganz spannend, wie auch über so die erste Fotografie gesprochen wurde, die ja, glaube ich, auch nur eine kurze Zeit vorher erfunden wurde. Also das fand ich sehr, sehr spannend und ja, ich bin gerne eingetaucht. Es hat Spaß gemacht, diese 30 Seiten ja hier am Strand jetzt zu entdecken. Und jetzt verziehe ich mich wieder auf meine Liege und es geht weiter.
Unser Ausflug brachte uns auf den Gewürzmarkt und auch auf den Goldmarkt. Und ich muss sagen, ich war hier wirklich mehr als ja, total geblättet von dem vielen Gold, von dem vielen Schmuck, dem vielen Bling, Bling, Bling. Es war wirklich überwältigend, was es da alles gab. Es gab auch den größten Ring der Welt mit 64 Kilo Gold. Einfach der Wahnsinn. Auch in einer blauen Moschee waren wir, die ich optisch ganz schön fand. Ich finde das jetzt nicht immer so spektakulär, aber man schaut es sich an. Besonders beeindruckt war ich dann aber vom Brandenburger Tor mitten in Dubai. Einfach irre. Der erste Abschnitt ist beendet. Und der Fächer kam tatsächlich wie gerufen. Der ist ja aus der Buchbox. Der tut mir hier in Dubai doch einen sehr guten Dienst. Lasst euch bitte von dem Chaos so im Hintergrund nicht irgendwie abschrecken, aber der Koffer muss irgendwo hin, der Handgepäcksrucksack. Es ist manchmal, wie es ist. Das Buch hat mich heute an den Strand begleitet. Ich habe euch ja schon was vom Prolog erzählt und ich habe jetzt auch diesen ersten Teil weitergelesen, bis knapp um die 160 Seiten und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gefesselt. Vor allem der einnehmende Schreibstil gefällt mir wahnsinnig gut, wie die Autorin Begegnungen beschreibt, wie sie es mit Düften beschreibt, mit Farben, mit Vergleichen, mit Duftnoten, die jeder kennt, mit ja auch Farben, wie die Augenfarben sind, dass wir Alpenveilchen Augen haben und ähnliche Dinge. Ich mag es vor allem, wie sie Düften Raum gibt. Also es macht hier Spices in Fire durchaus Sinn. Man merkt wirklich, wenn man einen Charakter immer wieder trifft, dass natürlich die ähnliche Wahrnehmung vorhanden ist, dass hier ähnlich von ja, wie jemand riecht, wie diese Situation riecht, wie Farbe riecht, wenn sie in ein Atelier geht, in die Kunstgalerie geht, wie sie sich vielleicht auch überlegt, wie könnte es sein, gezeichnet zu werden. Und also Marie. Und das macht die Autorin richtig, richtig gut. Also ich mag, wie sie das einfängt, wie sie uns das auch spüren lässt, als wären wir Teil des Ganzen, als wären wir dabei, als könnten wir diese Situation eben wahrnehmen, wie sie mit Licht und Farbe spielt, wie sie uns in verschiedene Situationen mitnimmt, wie sie uns Bälle beschreibt, wie sie ja uns so ein bisschen den Widerstand zeigt, der sich eben in unserer Protagonistin ja regt, dass sie ja eigentlich doch ein anderes Leben möchte, als die Etikett von ihr möchte, dass jetzt Geheimnisse vom Vater so ein bisschen auftauchen, auch ja so diese ganzen Brautwerber, was so ein bisschen dahinter steckt, was für eine Art Männer das dann eben auch sind, die vordergründig ja scheinbar einen ganz guten Charakter haben, ansehen, aber ja, ist dann doch faustdick hinter den Ohren haben. Wir sind hier natürlich in London 1888 und ja, wir sind natürlich in der Zeit von Jack the Ripper und es kommen jetzt auch Charaktere, die man aus diesen Fällen im Grunde kennt, sowohl der Frauen, der Opfer, als auch ja, dass wir Inspektor Abigail wieder getroffen haben. Fand ich super schön. Ich mag es, wenn so Dinge historisch Echtes sich so mit der Fiktion verflechtet. Und wenn man eben ein bisschen was von Jack the Ripper und den Fällen und der damaligen Zeit und der Nichols-Bande sozusagen weiß, dass man hier drin ist. Wir haben auch so ein bisschen Klatsch und Tratsch, den ich ganz spannend finde. Und nicht, dass mir diese Fälle aus 1888 was sagen oder so Skandelchen, aber es war, glaube ich, diese viktorianische Zeit, die schon dafür geprägt waren, dass, ja, wenn natürlich die Frauen nicht viel anderes haben als ihren Hausstand, der damals bestimmt noch schwieriger zu gestalten war als heute, dass dann natürlich Klatsch und Tratsch auch ja, eine große Rolle nimmt. Weiß man natürlich auch seit Bridgerton, muss man ganz ehrlich natürlich sagen, Bridgerton hat uns gezeigt, dass Klatsch und Tratsch nichts Verwerfliches ist und damit spielt natürlich die Autorin hier auch ein bisschen. Also es hat unweit nichts mit Bridgerton zu tun, aber so ein bisschen dieses Frauengefühl, was wir davon kennen, wird eben auch hier gezeigt, dass sich nicht alle Frauen ja diesem Schicksal ergeben haben, sondern viele das ja sehr gerne mochten, dass eben wie die Cousine sehr gerne in den Hausstand möchte und es aber Frauen gab, ja, die einfach anders dachten und andere Wege gehen wollten und dazu gehört definitiv auch unsere Marie. Mir gefällt die Geschichte bis hierhin richtig, richtig gut. Es ist spannend, es ist interessant, es ist historisch, es hat einnehmende Züge. Und ja, es ist ja vorne beschrieben, dass es eine Triggerwarnung am Ende der Geschichte gibt. Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, in welche Richtung das geht. Zum Glück ist für mich nichts dabei, was mich aktuell triggert, auch wenn mich der Tod des Vaters, der ja schon im Klappentext beschrieben ist, natürlich schon betroffen gemacht hat im Prolog. Aber alles Weitere ist einfach diese Zeit und es läuft hier einem einfach nur
Schmeiß runter. Aber das ist nicht weiter schlimm. Gefällt mir richtig gut. Ich kann verstehen, dass Anka immer wieder begeistert war und immer sehr geschwärmt hat. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt die knapp 240 Seiten dann jetzt noch zu bieten haben, wo das hingeht, ob Angebote angenommen werden und wie das auch mit der Kunstgalerie ihres Vaters weitergeht. Ich bin neugierig und freue mich aufs Weiterlesen. Es ging für uns abends mal in Richtung Dubai Mall und hier seht ihr den wunderschönen Ausblick, wenn man aus der Dubai Mall herausschaut. Das ist sozusagen der Hinterhof, der aber wirklich bombastisch aussah, als die Sonne untergegangen ist. Mittendrin in der Mall gibt es auch ein Wasserspiel, wo man das Gefühl hat, man hat hier Klippenspringer. Das sah richtig, richtig cool aus und sonst war aber die Mall einfach wahnsinnig groß und viel zu viele Menschen. Hier nochmal dann ein Blick aufs Burj Khalifa und ein paar Palmen, die ebenfalls zu sehen waren im Außenbereich. Da hat es mir auf jeden Fall um einiges besser gefallen als mittendrin. Und dann kommen wir zu den weltberühmten Dubai Fountains. Ich würde jetzt die Mehrzahl verwenden, die mit 150 Meter Höhe, die ich glaube die zweitgrößten der Welt sind. Und wir haben hier immer eine Licht-Wassershow von 20 bis 30 Minuten am Abend. Es gibt arabische und auch internationale Klänge. Also mich hat das wirklich auch sehr begeistert und ich denke, ich lasse es euch jetzt auch ein wenig noch mit Musik genießen. Noch ein bisschen gelesen vor dem Schlafengehen und mich packt diese Geschichte wirklich sehr. Also ich finde sie wahnsinnig atmosphärisch, sehr eng erzählt, sehr tief erzählt, tiefgründige Charaktere. Wir erleben diese Zeit, es passieren viele Dinge, Geheimnisse werden gelüftet, Skandale kommen auf. Man merkt so die Zwänge der Zeit, also Zwänge der Frauen in dieser Zeit, dass vieles an Heirat, Hochzeit, an dem Stand gemessen wird, dass man ja freigeistig gar nicht so unterwegs sein darf, wie wir das heute kennen. Das fängt für mich die Autorin wirklich richtig, richtig gut ein. Das hat mich, ja, es beeindruckt mich tatsächlich sehr. Auch das Geschichtliche mit den Morden, die eben in London passieren, dass die so nebenbei eingeflochten werden. Also Jack the Ripper ist jetzt nicht das größte Thema, aber es spielt natürlich schon nebenan so eine kleine Rolle. Also wenn von Morden die Rede ist, mal erahnen, um wem es geht. Auch wie so die Charaktere vielleicht manchmal verwickelt sind, wie es im East End sozusagen zugeht. Wir sind da auch mal mit dabei mit Marie und wir erleben diese Armut, diese Traurigkeit, diese Hoffnungslosigkeit und wie schwer es auch ist für Menschen, die gut betucht sind, die einen gewissen Stand haben, dann zu helfen, zu unterstützen, wie wenig wertgeschätzt das tatsächlich wird. Und ich fand das toll. Ich mochte es, als wir ins East End gegangen sind, ich mochte, wie auch hier Gerüche beschrieben wurden, Farben, wie die Menschen ja ihre Verzweiflung ins Gesicht geschrieben war. Und ich finde, was der Autorin wirklich gelingt, ist Szenen zu beschreiben, einen mitzunehmen, ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ich sitze hier bei 34 Grad und im East End hatte ich wirklich Gänsehaut bei dem, was da geschildert wurde. Also wirklich großartig und ich finde es wirklich spannend. Ich finde es eine tolle Geschichte rund um Marie. Ich mag auch das ganze Kunstthema und dieses Arm trifft irgendwie auf reich oder dass man eben was für sich auf sich machen kann oder aus sich machen kann. Das finde ich einfach richtig gut gemacht. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Ich bin sehr gespannt, was die letzten 140 Seiten bereithalten und ja, werde dann auf jeden Fall später berichten. Es ging für uns hoch hinaus, nämlich 585 Meter in die Lounge des Burj Khalifas.
Und ich muss sagen, da oben angekommen, ich war mehr als beeindruckend. Es war nicht atemberaubend, sondern atemraubend. Bereits 2010 wurde das Burj Khalifa eingeweiht, ist das höchste Gebäude aktuell mit 828 Metern. Und das muss man sich wirklich mal kurz so vorstellen, wie hoch das ist. Und ja, wir sind ganz nach oben gefahren mit einem Aufzug, in dem man nicht gespürt hat, dass man im Grunde Aufzug fährt. Wir waren eben auf der 163. Etage. Wir haben das VIP-Ticket gewählt und es hat sich absolut gelohnt. Es war ruhig, es war wirklich eine Lounge. Man hatte eine tolle Aussicht. Es war gemütlich, man hat Essen bekommen, Trinken bekommen. Man hat da wirklich, ach, förmlich diese Großstadt eingeatmet und ich war wirklich hin und weg. Also wir waren wirklich minutenlang zum Teil auch auf dem höchsten außenstehenden Balkon gestanden, wo es richtig, richtig windig war, was man hier nochmal sieht, dass und haben wirklich nicht miteinander gesprochen, weil wir so beeindruckt waren und so hin und weg. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, wer mal in Dubai ist, geht in die VIP-Abteilung vom Burj Khalifa. Es lohnt sich. Es war wirklich beeindruckend und so eine Erfahrung nimmt man einfach dann mit. Nun kommt mein Fazit zu Spices and Fire aus dem Einhorn Verlag und von Katrin S. Knopp. Ich hoffe, das klappt jetzt so ein bisschen mit dem Licht. Ich sitze ja auf meinem Balkon und ich dachte, ich gönne euch so ein bisschen Meerblick, aber ja, so richtig gut ist der Meerblick, glaube ich nicht. Was soll ich sagen? Ein wahrliches Highlight. Es gab hier Momente, die mich wirklich so ein bisschen zerstört haben, die mein Herz gebrochen haben. Ich habe da schon nach dem zweiten Abschnitt gesagt, dass da etwas geschehen ist, was mich wirklich mit Gänsehaut zurückgelassen hat. Das Ende ist fast perfekt. Also ja, fangen wir mal so ein bisschen von der Stimmung an, vom Stil. Er ist sehr einnehmend, sehr poetisch. Man fühlt förmlich das 19. Jahrhundert. Man fühlt die Schwere und die Tragweite, die im Grunde in dieser Zeit herrschte. So diese Frauenbewegung, die dann ein bisschen später losgegangen ist. Dass es hier schon ja so die Wurzeln sozusagen gesetzt wurden, dass man von dieser jungen Frauengeneration erwartet hat, dass sie irgendwie einen anderen eigenen Weg geht und wie Marie diesen auch bestreitet. Alles, was Marie passiert, also ist eine ganz tolle Protagonistin, tiefgründig gezeichnet mit wirklich nachvollziehbaren Handlungen, die Wege geht, die ich wirklich auch richtig mutig und toll fand, die sie so ein bisschen aufsetzt, aber eigentlich trotzdem damit hadert und der Meinung ist, dass sie natürlich schon auch irgendwie dem nachkommen muss, was man von ihr dann auch erwartet. Und all das, was ihr dann so passiert in dieser Welt, in dieser Zeit, auf die Männer, die sie trifft, die nicht alle so perfekt sind, wie sie scheinen und sie das dann doch aber zum Glück so ein bisschen durchschaut, dass Freundschaft manchmal auch viel wichtiger ist als eine Liebe. Das hat mir hier sehr gut gefallen mit einem der männlichen Nebencharakteren, wie toll eigentlich doch manche Männer auch zu dieser Zeit waren. Sowohl ihr Vater, der sie freigeistig erzogen hat, als dann eben ein, zwei, drei Männer, die so im Leben über den Weg laufen, wo man merkt, okay, es ist nicht immer die Frau oder es ist nicht immer der Mann, der im Grunde möchte, wie die Frauen ticken, sondern dass das natürlich eine Gesellschaft ist und manchmal auch die Frau selbst und dann ist das auch vollkommen fein. Aber im Fall von Marie, die einfach einen anderen Weg gehen wollte. Ich fand es toll, wie wir Kunst eingeflochten bekommen haben. So manche Persönlichkeiten getroffen haben, wie Oscar Wilde und auch andere, wie Jack the Ripper sein Unwesen treibt, man im East End eben immer irgendwie diese Angst hat, trifft jetzt vielleicht irgendjemand, den wir kennen, auf Jack the Ripper, passiert ihr etwas? Am Ende wissen wir natürlich, wem Jack the Ripper umgebracht hat und dass das in der Regel ja eigentlich niemand Reicheres war oder aus höherem Stand oder Bürgerlichen, sondern ja doch eher es auf die Prostituierten abgesehen hatte. Ich fand es schön, dass das so nebenbei eingestrickt wurde. Ich fand es schön, Klatsch und Tratsch und so ein bisschen nebenbei auch einfach so ein bisschen Alltag zu erleben, aber natürlich der Fokus auf Marie, ihre Entwicklung, dieses, sie muss sich eigentlich hier irgendwie beugen und entwickelt aber dann doch eine ganz andere Richtung. Und dann führen wir im letzten Abschnitt wirklich, da passieren wahnsinnige Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe, die mich überrascht haben. Ich dachte tatsächlich auch, dass die Geschichte in eine andere Richtung geht, dass sie ein anderes Ende bekommt. Aber ich bin mit dem Ende bis auf eine winzig Kleinigkeit tatsächlich vollkommen fein. Ich fand es richtig toll, wie es geendet hat, welchen Weg es gegangen ist, dass es doch nochmal eine Überraschung gab, dass
auch das, was mit der Kunstgalerie so zu tun hat, welcher Weg da eingeschlagen wird. Mir hat das echt Spaß gemacht. Also wahnsinnige Geschichte, sehr eng, sehr atmosphärisch. Man riecht den Duft und sie beschreibt wirklich viele Charaktere mit ihren Düften. Alleine, dass es eben auch einen Charakter gibt, der so nach Milch und Seife duftet und eben nach Gewürzen und Feuer und einfach toll. Also man riecht förmlich, wo man ist, mit wem man ist. Und das ist ja im wahren Leben auch so. Nicht umsonst sagt man ja, ich kann jemanden gut riechen oder nicht. Also ich mochte das wahnsinnig. Ich fand es schön, wie Licht eingefangen und beschrieben wurde, wie gerade das so in der Galerie mit der Kunst, wie wir dann auch so ein bisschen Richtung Opium und deren Laudanum und was da alles so ein bisschen dann zu der Zeit auch aufgekommen ist, die ja Künstlern dann sehr oft auch verfallen sind. Man weiß es ja zum Beispiel von Oscar Wilde oder Charles Dickens, gibt es Gerüchte. Und das fand ich so toll, dass man diese Charaktere, die es ja wirklich gab, dann irgendwie so ein bisschen eingesponnen hat. Es ist natürlich schon ein historischer Roman. Es ist trotzdem auch eine Lebensgeschichte. Es ist eine zarte Liebesgeschichte. Und es hat alles so ein bisschen darin enthalten. Wir haben zum Glück nicht wirklich Spice, also anders als es der Titel verrät, schalten wir so kurz vor den spicigen Szenen ab, was ich persönlich sehr, sehr gut fand. Ich mochte aber die Stimmung, die herrschte, die dahin führte und ja, wie das so beschrieben wurde, wie es geknistert hat und man das wirklich gefühlt hat. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Also ein wirkliches Highlight von Katrin Knopp hat mir wahnsinnig gut gefallen. Spices in Fire, große, große Empfehlung, wenn man in diese Richtung lesen möchte. Wirklich sprachlich top. Tolle Geschichte, tolle Charaktere, Tiefgründigkeit, Emotionalität und ein oder andere Mal, ja, mein Herz ist auf jeden Fall gebrochen. Wenn man mit Triggern irgendwie beschäftigt ist, sollte man diese am Ende unbedingt lesen, aber sie spoilern natürlich auch den Titel, die Geschichte, Wendungen darin, aber gerade wer vielleicht ja mit gewissen härteren Themen nicht so umgehen kann, sollte da auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Finde ich gut, dass es am Ende drin ist, aber wie gesagt, wer das braucht, soll sich das anschauen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr beseelt, sehr glücklich, die Geschichte hier an diesem Ort gelesen zu haben, der mich auch sehr glücklich macht und sehr beseelt. Und hier wirklich entspannt am Strand diese Geschichte gelesen habe, sehr genossen habe. Und ich sehr dankbar bin, dass ich hier bin, diese Geschichte ein Highlight war, sie nun in mein Highlight-Regal dann zu Hause wandern wird. Übrigens dann schon das zweite Highlight, was ich hier beendet habe. Inzwischen habe ich auch ein Hörbuch abgebrochen, dazu aber dann mehr im Büchermonat. Aber richtig schön, dass dieses Buch jetzt sozusagen meinen Geruch an Dubai und das Feuer, das hier in den Wüsten herrscht und das Wasser ist heiß, dass sich das hier so ein bisschen miteinander verbindet. Und ich würde sagen, damit endet zumindest jetzt der Lesevlog-Teil. Mal gucken, ob die Steffi vielleicht dann tatsächlich noch ein bisschen was zum Fazit von Dubai am Ende, die Zukunft Steffi, hier etwas einblenden wird. Dementsprechend verabschiede ich mich nur für den Moment und gebe euch noch ein bisschen Zeit für weitere Eindrücke, insofern, dass die Steffi in der Zukunft dann auch so plant. Eines Morgens um kurz nach 4 Uhr wurden wir abgeholt, denn wir wollten uns den Sonnenaufgang in der Wüste anschauen. Ja, es war wirklich noch dunkel um kurz nach 4 und man sieht hier schon, wie es sich andeutet, dass die Sonne bald aufgehen wird. Wir sind eine gute halbe, dreiviertel Stunde gefahren mit einem Privatjeep und sind dann in der Wüste angekommen, sind auch ein paar Tieren begegnet, aber eher so in der Ferne und es war wunderbarst ruhig. Es war entspannt, es hatte eine ganz besondere Atmosphäre. Ich war wirklich hier auch wieder beeindruckt von dem, was mir diese Stadt bietet. Ich liebe Wüsten, ich bin da immer wieder ein großer, großer Freund. Ich war auch schon in Ägypten in der Wüste unterwegs und fand auch hier diese Stimmung atemberaubend. Ich weiß, das Wort liebe ich hier scheinbar sehr, aber es trifft tatsächlich einfach auf diese Momente zu, die mich wirklich sehr bewegt haben, mitgenommen haben. Und als die Sonne dann aufging, es hätte nicht perfekter sein können, wie alles so irgendwie zum Leben erwachte und eben auch die Sonne herausgekommen ist. Ich habe mich auch mal so ein bisschen am Lauf von Paul Atreides versucht, also an dem Wüstenlauf bei Dune. Es hat nur bedingt geklappt und wir hatten auf jeden Fall auch großen, großen Spaß. Wir hatten hier auch wirklich ein paar
Minuten eigentlich, ich glaube so eine gute halbe Stunde, auch mit Sandboarding, was ich jedem auch empfehlen würde. Leider hat da mein Kamerakind vergessen zu filmen, deswegen hatten wir hier auf jeden Fall Spaß. Und es ging dann eben durch, ja im Grunde auch ein Naturschutzgebiet weiter, in das eben auch keine groß Außenstehenden einfach hinein dürfen. Hier herrscht im Grunde der Kalif von Dubai und er sorgt dafür, dass es ordentlich bleibt, dass die Tiere irgendwie versorgt werden von Rangern, dass alles seine Richtigkeit hat. Und ich bin ein Freund von Steppen. So sehr ich das Meer liebe, so mag ich auch durchaus einfach mal so einen ganz anderen Kontrast, als es das ja bei uns in Deutschland gibt. Und dann, mein Highlight war dann auch noch frei fliegende Flamingos, die ich viel größer nicht hätte erwarten können und die ich wirklich toll fand. Von schwarzen Schwänen zu den Flamingos. Ein toller, toller Ausflug. Und jetzt bleibt mir nicht mehr zu sagen, als dass ich nicht nur ein Highlight gelesen habe, sondern auch einen wirklich traumhaften Urlaub erlebt habe. Es war nirgends in meiner Reisevergangenheit so sauber, so ordentlich, mit so vielen netten Menschen und tollen Erlebnissen, die mir den Atem geraubt haben, wie ich es in Dubai erlebt habe. Und auch das Buch für mich wirklich auch ein absolutes Highlight. Ich habe es wahnsinnig gerne gelesen. Ich werde einige daraus mitnehmen. Es hat definitiv auch so ein bisschen eine Spur hinterlassen und wenn ich das Buch sehe, werde ich an meinen Urlaub denken. Und nun danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.